Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ich habe es selbst übersehen. Ich bin selbst überrascht, als ich erfuhr, dass es jetzt 60 Jahre her sind, dass die Mauer gebaut wurde. Der 13. August war zu der Zeit, als ich noch dunkle Haare hatte, war das ein richtiger nationaler Gedenktag. Völlig zu Recht, finde ich. Und es wäre auch absolut richtig, an den 13. August heute zu erinnern. Natürlich unter entsprechender Begleitmusik. Also unter der Betonung der freien und offenen Grenze in Europa, die man mühelos überschreiten kann. Es sei denn, man ist nicht geimpft oder hat keinen PCR-Ausweis bei sich. Ich habe mit großem Staunen gelesen und auch gesehen, dass die bayerische Polizei eine Schleierfahndung wieder veranstaltet. Es ist die gleiche Polizei, die 2015, glaube ich, bei der Flüchtlingskrise nicht eingesetzt werden durfte. Diese Polizei untersucht jetzt, prüft jetzt, jagt jetzt Familien, deutsche Familien, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, ob die alle geimpft sind oder, wenn sie nicht geimpft sind, ob sie einen PCR bei sich haben. Das macht die Polizei. Normalerweise würde es eigentlich ausreichen, an der Grenze Asyl zu rufen, um nicht kontrolliert zu werden. Aber das gilt bedauerlicherweise nicht für Leute, die schon länger hier leben. Aber das ist halt so, glaube ich, innerhalb der eigenen Familie, gegenüber den eigenen Angehörigen, ist man immer ein bisschen strenger. Ja, wir erleben ja viele merkwürdige Sachen und genau genommen kommt man mit der Registratur der Merkwürdigkeiten nicht mehr nach. Natürlich kann die deutsche Grenze kontrolliert werden. Wenn ich aus den USA einfliege, muss ich meinen Pass zeigen. Und wenn ich dann nicht gesucht werde wegen ausgebliebener Alimentezahlungen oder sonstiger Ordnungswidrigkeiten, dann müssen die mich reinlassen. Keine Einrichtung der Bundesrepublik hat das Recht, einem Deutschen oder sagen wir zumindest einem, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, die Einreise zu verweigern. Das geht nicht. Wohin wollen die ihn schicken? Wollen sie ihn nach Polen abschieben? Sie nehmen ein Protokoll auf und dann kriegen die Leute einen Strafbescheid zugeschickt. Ein Strafbescheid für die Einreise in der Bundesrepublik als Deutscher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Grundgesetz in Einheit, in Übereinstimmung zu bringen ist. Da müssten vielleicht ein paar Juristen rangehen. Aber der Fall ist wirklich einmalig. Der Fall ist absolut einmalig, dass der Bundesgrenzschutz Gesundheitsatteste haben will, um Leute einreisen zu lassen. Die Einreise von Deutschen nach Deutschland geschieht bedingungslos. Es sei denn, noch einmal, es wird eine zur Fahndung ausgeschrieben. Das Interessante oder das Witzige daran ist, dass es eigentlich Grenzkontrollen sind. Und die Polizei könnte statt der Schleierfahndung in einem bestimmten Raum jenseits der Grenze gleich an der Grenze kontrollieren. Das wäre einfacher und übersichtlicher und ich finde auch ehrlicher. Aber die Polizei kann nicht an der Grenze kontrollieren, weil diese Kontrolle bei der EU angemeldet werden müsste. Die Bundesrepublik müsste sagen, vom 20. Juli bis 24. August kontrollieren wir die Grenze. Die EU würde sagen, viel Glück und dann kann das stattfinden. Aber die Bundesrepublik eben will den Anschein, die Bundesregierung will den Anschein aufrechterhalten, dass die Grenzen offen sind und dass es keine Grenzkontrollen gibt. Also werden die Grenzkontrollen nicht an der Grenze durchgeführt, sondern in einem Bereich bis zu 30 Kilometer auf deutschem Boden jenseits der Grenze. Das ist doch irre. Das ist doch eine vollkommene Verarschung des Volkes. Des Wahlvolkes oder des Finanzvolkes oder des was auch immer Volkes.